Sehr geehrter Oberbürgermeister, werte Gäste, sehr geehrte Stadtratsmitglieder, Klimanotstand für Jena ausrufen. Wenn Bürgerbewegungen wie Fridays for Future zu einer Polemik in der Sprache greifen, ist das eine Sache. Man möchte auf sein Anliegen aufmerksam machen und da kann Polemik durchaus helfen. Die Polemik sollte aber keinen Einzug in politische Beschlüsse finden und hier sollte man das Ganze versuchen, sachlicher zu diskutieren. Man hat immer mehr den Eindruck, dass hier Beschlüsse für das Bauchgefühl gefasst werden. Es fühlt sich gut an, man bekommt Applaus, aber am Ende ist es ein inhaltsleerer Lehrbeschluss. Klimanotstand ist nirgends definiert. Es wird beteuert, es ist kein richtiger Notstand, hat keine richtigen Auswirkungen. Gut, dann kann man das Ganze aber auch weglassen. Und solche inhaltsleeren Wohlfühlanträge kennen wir hier in Jena schon zu Genüge. Da müssen wir nur Anfang des Jahres gucken, da wurde großflächig Jena zum sicheren Hafen ausgerufen. Und den Jenaer Hafen suchen anscheinend heute immer noch welche. Von dem Beschluss hört man heute nichts mehr. Man hatte aber seinen Auftritt, man hatte seine Demonstration, man hatte seinen Applaus. Es fühlt sich gut an, was gemacht zu haben. Und wen interessiert da schon am nächsten Tag, dass der Antrag keinerlei Konsequenzen hat, sondern nur ein inhaltsleerer Antrag war. Und das Gleiche wird mit dem Klimanotstand auch passieren und deswegen werden wir dem nicht zustimmen.